Bună ziua und herzlich willkommen zurück zu Moland Rumänisch mit Duolingo. Und heute stärken wir etwas, was für mich ein bisschen mit auswendig lernen zu tun hat, muss ich sagen. Und zwar die Demonstrativpronomen. Ich habe mich sogar vorbereitet. Ich habe versucht, die so ein bisschen zu lernen, also abseits der Aufnahmen logischerweise. Sonst wäre das ein bisschen anstrengend hier. Also oder wäre nicht gar langweilig für einen Zuschauer. Deswegen hoffe ich, dass ich da mal einigermaßen vorbereitet bin, dass ich das einigermaßen hinkriege. Ich fand das nämlich also im ersten Moment nicht ganz so einfach, diese Form zu merken. Also wenn sie vor einem liegen, kann man denken, okay, das passt bestimmt. Aber wenn man selbst drauf kommen soll, dann hatte ich immer so meine Schwierigkeiten. Also es geht jetzt um die Demonstrativpronomen wie dieser, diese, dieses oder in dem Fall war, glaube ich, noch dabei der andere und derselbe. Und also dieser und jener sozusagen, this und that, das kommt hier vor. Darum geht's gerade. So, was interessant ist, die können nämlich vor und hinter dem Verb stehen, hinter dem Substantiv stehen oder dem, ja, hinter dem Substantiv, vor oder hinter dem Substantiv, das sie meinen. In den meisten Fällen zum Beispiel, es gibt welche, die können das nicht. Und wenn sie davor stehen, brauchen sie eine andere Form, als wenn sie dahinter stehen. Und das habe ich so ein bisschen gebraucht, bis ich das drauf hatte. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt drauf habe, aber ich habe mir Mühe gegeben. So, sprichst du immer noch mit diesem Jungen? Acela, Ala. Ach ja, dann kommt noch was dazu. Es gibt nämlich noch Formen, die umgangssprachlich sind, die aber trotzdem viel Benutzung finden und die man deswegen trotzdem kennen sollte. Und die habe ich auch noch gelernt oder mehr oder weniger lernen müssen. Ja, einiges, nicht wenig. So, jetzt aber der Satz. Ich nehme mal an, dass Mai in dem Fall dann immer noch heißt, noch. Du Mai vorbest ku bajatul acella und ala. Ala ist diese umgangssprachliche Form und Acella ist die normale Form, sage ich jetzt mal, für dieses. Also für im Englischen wäre es this. Nee, nicht this. Hier oben steht ja that. Ich verwechsel das schon. Nee, Acesta wäre this. Und hier steht Acella. Und das ist that. Meine Güte. So, und das ist auch noch richtig. Genau. Östias und Boyet, Schastas und Fette. Okay, nächstes, jetzt muss ich nochmal zuhören. Ăștia sunt băieți și astea sunt fete. Ăștia sunt băieți și astea sunt fete. Okay, astea sunt fete. Das Ende habe ich mitgekriegt, so. Asta, genau. Ăștia sunt băieți și astea sunt fete. Oder nochmal. Ăștia sunt băieți și astea sunt fete. Okay, ich glaube, das erste Wort ist das hier. Ăștia sunt băieți și astea sunt fete. Ich glaube, hier kommt noch ein E hin. So, und das könnte es jetzt gewesen sein. Also das wären, das wiese dann, diese hier sind Jungen und diese hier sind Mädchen. Na, schauen wir mal. Ha, was? Ich habe hier vorne was falsch gemacht. Ach ja, stimmt, das ist ja die umgangssprachliche Form. Bei den umgangssprachlichen Formen, die fangen bei den männlichen Formen mit diesem A, mit diesem Kringel da drüber an. Oh Mann, so viel zu lernen. Dieses Mädchen sieht aus wie du. Okay. Wie drücke ich das auf Rumänisch aus? Also erstmal dieses Mädchen. Dann würde ich sagen. Acea, so, glaube ich.
Es kommt drauf an, wenn ich da. Ich glaube, wenn ich da vorne schreibe, dann muss ich schreiben Vater. Okay. Acher Vater, glaube ich. Davor. Und dahinter wäre es. Moment. Vater Acher. Mit Doppel-E, glaube ich. Ich glaube, so wäre es. Jetzt weiß ich nur nicht, wie man das ausdrückt mit sieht aus wie du. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Arate. Arate. So. Wie du. Das kann ich mir bestimmt irgendwie herleiten. Vielleicht kann ich ja irgendwie das ausdrücken mit La Felle de. Aber das ist vielleicht auch eher so ein so viel wie. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob das passt. Dann müsste ich, glaube ich, nochmal den so ein Nominativ hinschreiben, oder? Glaube ich, an der Stelle. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich will sogar spicken, weil ich mir nicht sicher bin. K. Okay, K muss ich schreiben anscheinend. Tine. Kartine. Ganz anders. Dann hatte ich wahrscheinlich recht, dann ist La Felde wahrscheinlich so viel wie und nicht so wie. Kartine. Jetzt Vater. Ach, und dann soll ich das Vater auch noch nicht ein Mädchen, sondern das Mädchen. Also Vater. Das auch noch. Okay. Das muss ich auch noch merken, anscheinend. Okay. Diese, ne, jene, in dem, wie immer, that, those. Ja, man sieht ja, was da steht. Mit A geht's los. Männlich, Plural brauchen wir. Maskulin, Plural. Das wäre Acestia, glaube ich. Acestia. Nu sunt. Ja, nee, nicht Brüder, 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 Brüder. Fratele, glaube ich. Fratele. Oder Frate. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Fratele? Frazi. Okay, Fratele ist dann der Bruder. Frazi ist, also Frazi sind dann die Brüder. Also, Frazi sind dann die Brüder. Sind dann, nee, einfach nur mehrere Brüder und Frazi sind die Brüder. Okay, diese sind, oder jene sind nicht Brüder und dann May, meine. Es kommt dahinter, soweit ich weiß. Also wären wir hier bei, diese sind nicht meine Brüder. Oder? Acheya? Okay, jetzt ist, frage ich mich, warum war das falsch? Das verstehe ich jetzt nicht. Doch, jetzt weiß ich's. Doch, ich habe this geschrieben. Also these habe ich geschrieben, nicht those. Das war der Fehler. Ich hätte schreiben müssen. Wie waren die Formen dafür? Sorry. Bin schon wieder gegen das Mikro gekommen, meine Güte. Aceh. Aceia? Aceia. Ja doch, Aceia. Das ist. Ich dachte gerade, da würde die Umgangssprache vorne da unten stehen, aber. Die umgangssprachliche Form hat ja kein C drin. Das ist ja die normale Form sozusagen. Okay. Acheya, genau. Gut, muss ich mir merken. Na gut, es war halt. Habe ich halt nicht drauf geachtet, dass those steht und ich these geschrieben habe. Ah ja, gut. Das nächste Mal. Okay, das ist ein Esel, kein Pferd. Öster. Jeste. Nee. Erster Jeste und Megar, nur Jeste und Gall. Das würde ich akzeptieren. Und Achester. Wäre schon wieder gegen das Mikro gekommen. Wenn ja, dann tut's mir leid. Keine Ahnung, das geht sehr schnell. Achester, Jeste, Shi. Nein. Dann bleibt ja nur das eine. Erster Jeste und Megar, nur Jeste und Gall. Meine Güte. Jene Früchte sind süß.
Sunt dulci, das passt beides. Fructele alea. Acele. Ach so, ist Frucht vielleicht Neutrum? Dann wäre das nämlich im Singular wäre das maskulin und im Plural wäre es feminin. Ich glaube, das ist nämlich die feminine Form von diesem Demonstrativpronomen, ne? Alea und Acele. Also wenn Acele dahinter stehen würde, wäre es übrigens Acelea. So ändert sich das, je nachdem, was vorne oder hinten steht. Ich glaube, das ist so, wie ich das gerade eben gesagt habe. Dann müssen die beiden richtig sein. Genau. Willst du eine Katze wie diese? Du willst? Oh. Willst du eine Katze, habe ich jetzt geschrieben. Und jetzt K war, glaube ich, wie. Und dann jetzt diese. Weiblich, Singular. Achasta, glaube ich. Also K-A-Chasta. Ich glaube, so wird es geschrieben. Diese. Jawohl, habe ich ihn gekriegt. Ceilalți sunt mai puternici. So, ceilalți heißt die anderen. Die anderen, maskulin plural. Also die anderen sind männlich und sie sind mehrere und sie sind stärker. Also die anderen sind stärker, steht hier im Endeffekt. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Mai ist das Wort, das sozusagen sagt, hey, das ist eine Steigerung. Das ist sozusagen mehr stark. Würde ich mir so herleiten. Die anderen sind mehr stark. Oder mehr starke, wenn man diese Formbildung noch mit ins Deutsche übertragen wollte. Und ach, ja, es gibt viel zu lernen bei einer Fremdsprache. Besonders, wenn es halt keine germanische ist. Na gut, ich habe nicht so viel Erfahrung mit germanischen Sprachen. Ich weiß nicht, wie viel es da zu lernen gibt. Diese sind die das Gemüse. Die Gemüses, sozusagen. Diese. Okay. Erstmal Legum. Legume, glaube ich. Legumele, glaube ich, sogar die. Also feminin Plural, ne? Die Gemüse. Sozusagen, wenn man das so sagt im Deutschen. Weiß ich gerade nicht. Dann bräuchten wir das hier auch bei these. Und dann nehmen wir die Form erstmal mit A, da fängt es an. A. Glaube, es wäre Acestea. Sunt. Oder lass mich mal überlegen. Also, maskulin Singular wäre Acesta. Maskulin Plural wäre Acestia. Feminin Singular wäre Acesta. Ich glaube, dann ist Feminin Plural Acestia. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Ach, okay, habe ich mir richtig gedacht. Meine Güte, ey, ist das fordernd. Femeia e bunica ta. Aia ist genau, ist feminin Singular, also diese Frau, das ist die umgangssprachliche Form, ist deine Oma, deine Großmutter. Bunica ist die Großmutter, ta ist deine. Okay, diese Frau ist deine Großmutter. Oder Aya? Aya ist das, nee, ich glaube, es ist jene, also that. Oder? Ich glaube. Ich schreibe mal that. Genau, ich glaube, es ist that. That woman is your grandmother. Richtig, okay. Glück gehabt. Kaia sunt ai mei. Kaia sunt ai mei.
Okay, I may sind auf jeden Fall schon meine. Das ist Maskulin Plural, sind meine, also Possessivpronomen, ne? Hatten wir vielleicht auch schon mal hier gehabt. Die Pferde. Kai sind die Pferde. Also Kal wird im Plural, also zu Kai und die Pferde Kai. Irgendwie. So war das, glaube ich, ne? Diese Pferde. Ist die umgangssprachliche Form hier, ja, Maskulin Plural. Genau. Sind meine. Huiuiui. Okay. Diese, nein, nicht auf Deutsch schreiben, auf Englisch. These, nee, those. Beinahe schon wieder den Fehler gemacht. Those horses are mine. Huiui. Vrei o pisică ca asta? Langsam bitte. Vrei o pisică ca asta? Ach so, das hatten wir ja schon. Freio pisica ca asta. Asta? Asta. 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 Was sagt die denn? Vrei o pisică? Ka asta? Asta, sagt die. Stimmt, Asta war Plural, ne? Das ist einfach nur Asta. Dass ich auch immer noch drauf komme, also nicht immer, aber in letzter Zeit immer öfter. Ăștia sunt cei mai buni cartofi. Das ist ja schon mal etwas wenigstens. So. Ăștia sunt cei mai buni cartofi. Okay. Diese, das ist wieder die umgangssprachliche Form. Maskulin Plural, also Kartoffeln sind männlich in dem Fall. Sind die besten Kartoffeln. Cei mai ist Superlativ, ne? Die sozusagen die am meisten guten Kartoffeln, so würde ich das wörtlich übersetzen. Die am meisten guten Kartoffeln. Diese sind die am meisten guten Kartoffeln. Okay. These, genau. Das ist wirklich these, nicht those. Das ist wirklich these in dem Fall. These are the best potatoes. Juhu. Fructele alea sunt dulci. Fructele alea sunt dulci. Okay. Das ist die. Es ist wieder die umgangssprachliche Form und zwar. Und zwar. Naja, ich muss es ja eigentlich. Es ist diese that. Also jenes that, wie auch immer man es übersetzen will. Ja. Those fruits. Das sind ja mehrere. Oder? Fruktele, ne? Frucht, Frukte, Fruktele. Ja, Fruktul, glaube ich, und Fruktele. Also die Frucht und die Früchte jetzt. Ja, gut. Ja, aber es gibt viel zu lernen, muss ich sagen. Es gibt viel zu lernen. Those fruits are sweet. Sunt dulci. La dolce vita und so. Keine Ahnung. Das süße Leben. Ja, egal. Ich hoffe, das passt, das passt. Ăla lucrează noaptea și este foarte sărac. Ich habe gehört, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Nein, das meine ich nicht. Dieses A meine ich rausgehört zu haben. Mal gucken, ob es stimmt. Alla. Ăla lucrează noaptea și este foarte sărac. Ich weiß nicht, was das für ein Wort ist. Ăla lucrează Ach, Lucreza. noaptea și Das Wort kenne ich este doch irgendwoher. foarte sărac. So, jetzt habe ich das Wort aufgeschrieben. Das heißt schon mal. Sie arbeiten, also männlich, mehrere männliche Etwasse sozusagen arbeiten. Diese. Nee, jene. Meine Güte. Glaube ich zumindest, oder? Bin verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Nee, doch, keine Ahnung. Moment. Ich schreibe erstmal weiter auf, bevor ich mir hier Gedanken mache. Ăla lucrează noaptea și este foarte sărac. Ich habe jetzt gerade nur noch aus dem Gedächtnis geschrieben. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich muss nochmal hören. Ăla lucrează noaptea și este foarte sărac. Ich würde noch das ergänzen, aber ansonsten könnte das sogar hinkommen.
Jetzt würde ich nur gerne wissen, was es heißt. Also, diese arbeiten aller Nee, Moment, das sind diese, also these, glaube ich. These, also diese arbeiten nachts und sind sehr forte, heißt sehr, ne? Nopter wäre dann nachts. Sie arbeiten nachts, diese arbeiten nachts und sind, nee, doch, und sind sehr Serak. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Serak heißt. Nopter. Ach du Schande, da habe ich noch einen Buchstaben vergessen. Serak, arm, okay. Nee, das ist nur einer. Ach Mann, habe ich doch falsch übersetzt. Dieser. Nee, jener. Mann, warum ist das so schwer für mich? Jener arbeitet nachts und ist sehr arm. Moment, wenn das jener ist. Also, jener. Also jetzt nicht die Stadt in Thüringen, sondern... Weißt schon. Dann, das ist ja jetzt maskulin Singular, glaube ich. Ja, genau. Wegen dem ist es maskulin Singular. Ölla. Öster Ölla. Genau, so war das. Eier und Öja wird das dann, glaube ich. Dieses that. In der Umgangssprache, in den anderen Formen. Ach Mann, ey. Okay, gut. Ja, ich, das wird schon irgendwie, das wird schon irgendwie. Ăsta este un măgar, nu este un cal. Das ist jetzt, dieser ist ein Esel, ist kein Pferd. Ist nicht ein Pferd, oder wie auch immer. Okay. This is a donkey. It is not a horse. Genau. Das da habe ich gleich erkannt. Wusste ich sofort. Ist umgangssprachlich dieser, also maskulin Singular. Ich hab's drauf. Astea sunt mere, nu pere. Okay. Astea sunt mere. Also ich weiß, was es heißt. Diese sind Äpfel, keine Birnen. Also ist ja eigentlich nur noch logisch, was es dann im letzten Endes ist, oder? Moment, das ist, glaube ich, das umgangssprachliche Teil. Und zwar im Plural Feminin. Glaube ich. Naja. These are apples. Not, ich glaube, Piers. Piers Brosnan ist gemeint. Genau. Vrei o pisică ca asta? Ach genau, das war das. Willst du eine Katze wie diese? Du, hoppala, du, nein. Du, you, nein. Do you want a cat like this? You. Tu mai vorbești cu băiatul ăla? Nochmal. Tu mai vorbești cu... Băiatul ăla? Ăla, was war das? Das Wort, ach so. Ăla. Moment, ăla. Also das war dieses, genau. Redest du immer noch mit diesem Jungen? Nee, mit jenem Jungen, mit that boy. With that boy, oder? Tu mai vorbești cu băiatul ăla? Ich hatte gerade hier noch die falsche Form stehen. Ich hatte vorbeste, das wäre aber er oder sie. Muss aber vorbeste sein, du. So, vorbeste cu băiatul, jetzt habe ich beim Schluss nicht mehr hingehört. Tu mai vorbeste cu băiatul ăla? Ăla. Wird schon passen, genau. Sprichst du immer noch mit diesem oder jenem Jungen? Câinele ăla este rău. Câinele ăla este rău. Okay, das ist ein Hund. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Dieser Hund, genau. Dieser Hund ist schlecht, glaube ich, oder böse. Ich glaube, das heißt das. Genau. That. Genau, glaube ich, ne? Allah is that. Dog is bad. Those are not my brothers. Those are. Moment. Jay. Nee. Doch. Ja, doch. Ah, Jay. Ja. Ah, Jay, ja. Genau, so war das, glaube ich. Nu sunt frazi mei. Acheia nu sunt frazi mei. Jene sind nicht meine Brüder. Juhu, diesmal war es richtig. Okay, ich glaube langsam, so langsam, bald habe ich das auch mal raus. Endlich geschafft. Boah, war das anstrengend. Mein Hirn ist Brei. Ich habe das, glaube ich, gerade so weit gelernt im Vorfeld, dass ich es jetzt nicht nachgucken musste, sondern dass ich nach minutenlang Nachdenken immer noch drauf gekommen bin, irgendwann, was es denn jetzt letzten Endes war. Oder wie man eine Form bildet. Ich war zumindest nicht komplett ratlos, immerhin. Okay, damit wäre das auch geschafft. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. La revedere. Bum 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise.